Ja, liebe WZ-Leser, liebe Eishockey-Fans, morgen beginnt die Playoff-Serie des EC Bad Nauheim in Kaufbeuren. Wir sind heute beim Abschlusstraining, Montag, und bei mir sitzen Felix Pick und Marcel Brandt. Beide sind in diesem Jahr von der Eishockey News zum Spieler des Monats einmal ausgezeichnet worden. Der Felix im September und der Marcel jetzt im Februar. Marcel, Glückwunsch erstmal zu dieser Danke. Auszeichnung. Wie hast du denn den Monat in Bad Nauheim erlebt? Das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe dann tatsächlich. Also, ja, es gibt nichts auszusetzen an dem Monat. Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Eishockey in dem Monat gespielt. Ich glaube, es ging nur bergauf. Es gab bis jetzt keine Tiefen, außer die vielleicht die zwei Niederlagen. Aber ja, die, glaube ich, haben wir mit den restlichen Siegen ziemlich gut kompensiert. Jetzt stehen die Playoffs vor der Tür, morgen geht's los. Kribbelt schon? Kannst du noch ruhig schlafen? Oder wie macht es bemerkbar, das Playoff-Fieber? Ja, die Pause war jetzt lang genug, auf jeden Fall. Und wir freuen uns alle. Es wird Zeit, dass wir morgen dahin fahren. Und dann wollen wir den ersten Sieg holen. Und dann marschieren wir durch die Playoffs hoffentlich. Was ist dein Tipp für die Serie? Ja, Tipps gebe ich keiner ab, aber wir werden hart kämpfen in jedem Spiel, von der ersten bis zur letzten Minute. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir als Sieger auf dem Eis gehen. Marcel, worauf kommt es an in den Playoffs? Was entscheidet? Was entscheidet? Ich denke, wir müssen definitiv sehr, sehr gut in der Defensive stehen, dürfen keine Leistungsfehler machen und auch wenige Fehler zulassen. Bis gar keine Fehler zulassen, dass der Felix da hinten auch nicht so viel zu tun kriegt. Und ich denke, dass ja, die Special Teams definitiv den ja, Unterschied machen werden. Er hat es angesprochen, dem Torwart kommt eine besondere Rolle zu, dem Powerplay wahrscheinlich und dem Kampfwillen. Wie siehst du als Torwart diese Rolle? Fühlst du dich besonders unter Druck? Ist es für dich eine Sache wie jedes andere auch? Ja, ich kenne das ja schon. Ich habe mit Duisburg auch schon mich bis ins Finale durchgekämpft und durch ist immer was Besonderes. Wir freuen uns alle drauf. Der Torwart hat natürlich immer einen speziellen Druck, eine spezielle Aufgabe, aber ich bin auf dem auf jeden Fall gewachsen und ich freue mich, wenn es jetzt losgeht. Ihr habt 10 Tage Pause jetzt, oder ich glaube 10 Tage Pause gemacht. Hat das den Rhythmus jetzt gestört oder kann man diese Form mitnehmen? Ich denke schon, dass wir die Form mitnehmen können. Das tat, glaube ich, jedem gut, dass wir 3 Tage gar nicht auf dem Eis waren. Und ja, 10 Tage Pause ist natürlich lang, aber so wie wir drauf sind, denke ich, dass wir das auf jeden Fall mitnehmen müssen. Jetzt hat der Petri Kujala seinen Abschied zum Saisonende bekannt gegeben. Ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt vor den Playoffs. Wie geht die Mannschaft damit um, Felix? Hat das für Unruhe gesorgt oder ist es nochmal ein Motivationskick, ihm einen schönen Abschied zu bereiten? Ne, für Unruhe hat es nicht gesorgt, er hat es ja direkt offen kommuniziert mit uns. Jeder weiß Bescheid. Lieber so, als dass irgendwelche Gerüchte aufkommen. Ja, es ist alles okay. In der Mannschaft konzentriert sich jeder auf seine Aufgabe. Das ist jetzt raus für nächstes Jahr, aber wie gesagt, jetzt zählen erstmal dieses Jahr und dann kann man sich über die nächste Saison, über den Sommer, nach der Saison dann Gedanken machen. Alles klar. Vielen Dank euch beiden Gerne. und wir sehen uns in Kaufbeuren.